Eine Verbrechensserie, wie es sie so in Deutschland kaum jemals gegeben hat. Drei Jungen ermordet, 40 missbraucht. Jetzt steht er vor Gericht, Martin N., der schwarze Mann, ein Serientäter, der seine Opfer aus Schullandheimen und von Zeltplätzen holte und dann, nachdem er sich an ihn vergangen hatte, zum Mörder wurde. Für ihn stand dann irgendwann auch fest, dass er ihn beseitigen muss, also dass er ihn quasi töten muss. Vor wenigen Monaten wurde N. gefasst, nach 19 Jahren Fahndung. Fragen an die Ermittler, warum erst jetzt? Hier war es eigentlich genauso, dass über Jahre hinweg zwar das Profil stimmte und sich danach auch so treffend erwiesen hat, aber es war trotzdem zu unscharf. N. gehörte zur pädophilen Szene. Er war schon mit der Polizei in Berührung gekommen, doch zu einer Anklage kam es nie. Aus Rechtsgründen war es uns nicht möglich, Anklage zu erheben, denn die Taten waren verjährt. Und niemand zog die Verbindung zwischen Missbrauch und Morden. Fragen, die der Vater eines der Mordopfer geklärt haben will. Es ist für mich ganz wichtig, also wirklich die Wahrheit zu erfahren. Der Vater von Stefan Jahr ist Nebenkläger vor dem Schwurgericht in Stade, wo in dieser Woche der Prozess gegen Martin N. begann. Wer war der Mann hinter der schwarzen Maske? Eine Spurensuche. Nach Schesel bei Hamburg, dorthin, wo der schwarze Mann zum ersten Mal mordete. 1992, vor 19 Jahren. Das Opfer Stefan Jahr, 13 Jahre alt, Schüler der Eichenschule eines Internats, bis er in der Nacht des 1. März 1992 plötzlich verschwindet. Die Beamten aus Verden bei Bremen, die den Mörder 10 Jahre lang jagten, begleiten uns zu den Tatorten. Sie haben N. jahrelang gejagt, ihn Anfang dieses Jahres festgenommen und überführt. Einige von ihnen sind Zeugen im Prozess gegen N., deshalb dürfen sie vor der Kamera nicht sprechen. Der Internatsleiter zeigt uns das Haus, in dem das spätere Mordopfer Stefan Jahr wohnte. Hier waren die jüngeren Schüler des Internats untergebracht. Stefans Zimmer liegt im Erdgeschoss am Ende des Flures. Dies ist also das Zimmer, in dem Stefan gewohnt hat? Ja, Stefan hat hier zusammen mit einem weiteren Jungen, der ähnlich alt war wie er, gewohnt. Also wir haben hier einmal den Schlafplatz von Stefan gehabt, also die Möbel sind heute ja nicht mehr da. Auf der anderen Seite hat er sein Zimmernachbar sein Bett gehabt. Aus diesem Zimmer holte der schwarze Mann sein Opfer. Er war nicht das erste Mal im Haus, wie N. nach seiner Festnahme zugab. Er hatte hier an einem Seminar für Jugendbetreuer teilgenommen. Damals sieht er Stefan Jahr und vermutlich hat er ihn auch angesprochen. Ein Zimmergenosse berichtete später, Stefan habe in der Woche vor seinem Verschwinden plötzlich Angst gehabt. Das ist hier das Fenster, was damals vorgefunden worden ist, leicht geöffnet, so wie ich es jetzt hier vormache im Prinzip. Vegetation draußen war noch etwas anders, war nicht so bewachsen, sodass ein Ausstieg möglich war. In der Tatnacht herrschte reger Betrieb im Internat. Doch niemanden fiel auf, dass ein vermummter Fremder, ein Hühne von Gestalt, durchs Haus schlich. Wo waren Sie zu der Zeit? Wir haben an diesem Abend noch eine kleine informelle Erzieherbesprechung nach Feierabend. Also 10:30 haben die älteren Schüler auch Nachtruhe gehabt, haben wir hier nebenan in dem Raum gesessen. Hier nebenan, also direkt mit offener Tür. Das heißt, der Täter ist möglicherweise zusammen mit seinem Opfer durch dieses Zimmer durch, während Sie bei offener Tür nebenan gewesen sind? Wenn das so ist, wäre das für uns eine Vorstellung, die ich kaum glauben mag. Die Anklage geht heute davon aus, dass der Täter mit dem Jungen aus dem Fenster gestiegen und ihn gefesselt zum Auto gebracht hat. Als er merkte, dass sein Opfer das Nummernschild erkannte, beschloss er, ihn zu töten. Hier in der Nähe von Verden, 35 Kilometer vom Internat entfernt, wurde später die Leiche gefunden. Es hätte auf der Strecke viele andere Möglichkeiten gegeben, den ermordeten Jungen abzulegen. Doch Martin N. trägt den toten Körper sogar noch hunderte Meter weiter zu einer Sanddüne, fast als wolle er bewusst das Risiko eingehen, entdeckt zu werden. Aber es ist doch unheimlich riskant, also mit einer
mit einem toten Kind, 13 Jahre, 50 Kilogramm, diesen Weg zu gehen. Haben Sie irgendwie eine Erklärung dafür, dass er diese Risiken eingegangen ist? Ja, grundsätzlich ist es natürlich so, dass er häufiger Risiken auch eingegangen ist, die fast schon auffällig waren, sodass man gesagt hat, Mensch, also warum macht er das? Ist normalerweise völlig abnorm auch. Aber in diesem Fall war es eben halt so, es war nachts und er musste auch schon damit rechnen, dass hier auf der Straße, von der wir jetzt kommen, Fahrzeugverkehr stattfindet. Insofern war da schon ein gewisses Entdeckungsrisiko. Gleichwohl hat er diesen Weg gewählt. Dass die Sanddüne in Pferden gleich von mehreren Seiten einsehbar ist, schreckte den Mörder offenbar nicht ab. Hier. Genau, hier im Prinzip haben wir die Stelle, an der damals der Leichnam gefunden worden ist. Erst Wochen später, im Mai 1992, finden Spaziergänger Stefan Jahrs Leiche. Vergraben im Sand, die Hände auf dem Rücken gefesselt, am Unterkörper unbekleidet. Ob der Junge missbraucht wurde, ließ sich nicht eindeutig feststellen. Und Martin N. ist ein Spurenvermeider, wie die Ermittler sagen. Nur die Verhaltensmuster des Täters geben erste Hinweise. Das ist hier ein Bereich, der nicht unbedingt auch vielen Pferden dann bekannt ist, der zwar von einigen genutzt wird, gerne, auch aber immerhin nicht allen bekannt. Insofern sind wir schon immer davon ausgegangen, auch, dass er hier eine gewisse Ortskenntnis hatte. Das war alles. Gerichtsverwertbare Spuren fand die Kripo am Tatort nicht. Hier nicht und auch bei den späteren Morden nicht. Der Vater des ermordeten Jungen wohnt in der Nähe von Hamburg. 19 Jahre lang hat er vergeblich auf die Festnahme des Täters gehofft. Für die Aufklärung des Falles gekämpft, den Ermittlungsbehörden Druck gemacht, sich mit der Frage gequält, wie ist sein Sohn gestorben? Gedanken, die sein Leben beherrschten. Stefan Jahr 1989, mit 9 Jahren, 3 Jahre vor seinem Tod, im Garten des Hauses, in dem die Familie bis heute wohnt. Hier ist er aufgewachsen. Wir sind eine knappe Woche vor seiner Geburt hier eingezogen. Und wenn ich jetzt mir die alten Videofilme mal ansehe, die Kinderfeste, die wir hier gefeiert haben, auch die Erinnerungen, die werden wohl nie vergehen. Überschattet bisher von der Ungewissheit. Martin N. hat im Verhör den Mord an Stefan gestanden. Als Nebenkläger kann sein Vater die Akten einsehen. Doch er will die ganze Wahrheit. Es ist für mich ganz wichtig, also wirklich die Wahrheit zu erfahren und jetzt nicht mich mit irgendwelchen Schilderungen abspeisen zu lassen, die nicht stimmen können. Ruhe, so glaubt er, findet er erst, wenn er weiß, was seinem Sohn widerfahren ist. Dafür ist er auch bereit, dem Mörder seines Sohnes im Gerichtssaal zu begegnen. Von dem Prozess erwarte ich, dass er die Strafe erhält, die ich für angemessen halte. Das ist für mich die Höchststrafe, die es in diesem Rechtssystem geben kann. Und dann hoffe ich, dass es endlich zum Abschluss kommt und ich diesen Teil meines Lebens dann in irgendeiner Weise hinter mir lassen kann. 1995, 3 Jahre nach dem Mord an Stefan Jahr, sucht sich der Mann mit der schwarzen Maske sein Opfer in einem Zeltlager in der Nähe von Schleswig, kurz vor der dänischen Grenze. Dennis Rostel, 8 Jahre alt, lebte in einem Kinderheim. In den Ferien ging es in ein Zeltlager an einem See nach Selkanur. Dennis schläft hinten im Zelt, auf dem Feldbett in der Ecke. Und in der Nacht kommt Martin N., wie immer schwarz vermummt, als wolle er deutlich machen, dass er es ist, der schwarze Mann. Ich vermute, dass der Täter doch irgendwie eine gewisse Aura gehabt hat und dass er ihn überredet hat, dass er ihm vielleicht irgendwelche Versprechungen gemacht hat. Denn es ist ein Kind aus sozial schwierigen Verhältnissen gewesen. Und möglicherweise hat es da irgendwelche Versprechungen gegeben. Möglicherweise hat er sich auch geborgen gefühlt. Das ist schwer zu sagen. Schon zweimal zuvor war ein schwarz maskierter Mann nachts in diesem Zeltlager gewesen und hatte sich an Jungen vergangen. Da lag es nahe, dass es sich um denselben Täter handelte. Der Mörder bekam ein Profil. Wenn ein Junge entführt ist,
der dann auch später noch tot aufgefunden wird, dann muss man ja davon ausgehen, dass das irgendetwas mit einer pädophilen Veranlagung oder so zu tun hat. Also insofern würde man doch relativ schnell auf den Gedanken kommen, gucken wir mal, ob es in diesem Umfeld schon mal ähnliche Vorgänge auch ohne Tötungshandlung gibt. Ja, das ist richtig. Man hat natürlich die Zusammenhänge gesehen und hat auch verglichen. Nur diese alten Fälle, dort gab es keine Spuren, dort gab es keine Hinweise. Man hat natürlich versucht abzugleichen und hat eben auch erkannt, dass es ähnlich gelagerte Taten sind. Nur mit dem Unterschied, dass die Opfer damals nur angesprochen worden sind und nur gestreichelt worden sind. Hier zeigte sich das Verhaltensmuster des Maskenmannes. Er kam mehrmals an einen Ort, um Jungen zu missbrauchen. Doch nach einem Mord tauchte er nie wieder auf. Auch nach Selka Noor ist er nicht wieder zurückgekehrt. Wir fahren die Strecke nach, die N mit Dennis 1995 gefahren ist. Es geht über die deutsch-dänische Grenze, die damals noch bewacht wurde. Wieder ein hohes Risiko, das der Täter einging. Sein Ziel war ein Ferienhaus in der Nähe von Holstebro. Das hatte er schon gemietet, bevor er den Jungen aus dem Zeltlager holte. Erstmals stehen die deutschen Ermittler an dem Ort, an dem Dennis die letzten Tage seines Lebens verbrachte, gemeinsam mit seinem späteren Mörder. Wir können das im Grunde nur rückschließen und vermuten, dass sie sich hier ganz normal aufgehalten haben, dass Dennis auch aus freien Stücken bei dem Täter geblieben ist und dass sie auch das Haus verlassen haben und dass sie möglicherweise eben auch Freizeitaktivitäten wahrgenommen haben, an den Strand gegangen sind und sich hier ganz normal frei bewegt haben. Doch dann muss Martin N. zurück nach Bremen. Dort studiert er für das Lehramt. Der Junge, mit dem er Tage und Nächte im Ferienhaus verbracht hat, wird zur Gefahr. Für den Täter ist irgendwann klar gewesen, dass er Dennis nicht zurückbringen konnte. Und für ihn stand dann irgendwann auch fest, dass er ihn beseitigen muss, also dass er ihn quasi töten muss. Hätte er ihn freigelassen, dann wäre er mit Sicherheit aufgeflogen. Und deshalb ist es halt dann zu dieser Tötungshandlung gekommen. Die Stelle, an der die Leiche von Dennis gefunden wird, liegt mehr als 10 Kilometer von dem gemieteten Ferienhaus entfernt. Und wieder ist es eine abgelegene Sanddüne, in der er die Leiche verscharrt. Auch hier muss er akribisch geplant haben, denn auch hier hinterlässt der schwarze Mann keine verwertbaren Spuren. Also das ist hier eine ziemlich abgelegene Ecke, diese Düne. Für den Normaltouristen nicht unbedingt leicht zu finden. Das ist eher was für Insider hier, also Geländewagenfahrer beispielsweise. Normale Touristen kommen hier eigentlich nicht vorbei. Also das ist eher Zufall, dass man hier den Leichnam gefunden hat. Die Leiche wird von deutschen Urlaubern entdeckt. Dennis ist zu diesem Zeitpunkt bereits über eine Woche tot. Die Kripo in Holstebro übernimmt den Fall. Die Beamten finden heraus, wer das Opfer ist. Dass es aber Ähnlichkeiten zu einem anderen Mord, dem an Stefan Jahr, gibt, fällt niemandem auf. Man ist allerdings rasch davon ausgegangen, dass es sich um einen in Deutschland ansässigen Täter handelt. Der Junge war ja in Deutschland als vermisst gemeldet worden. Man vermutete wegen des Fundortes, dass es sich bei dem Täter um jemanden mit Ortskenntnissen in Dänemark handelt. Auf einen Serientäter kommt man nicht. Nach der Festnahme behauptet Martin N., Dennis sei freiwillig mit ihm gegangen. Die Mutter des Jungen hält das für ausgeschlossen. Ihr Sohn habe schon von klein auf Angst im Dunkeln gehabt. Also ich kann mir nur vorstellen, dass der Täter tagsüber da rumgelaufen ist, sich den Dennis beobachtet hat, sich angesprochen hat. Oder aber er hat ihn nachts betäubt und hat ihn dann rausgenommen. Weil sonst glaubt er kein Mensch. Wie soll das sonst gegangen sein? Erzieher laufen darum, Betreuer laufen darum, kein Mensch hat was gesehen oder gehört. Also ich gehe mal davon aus, dass er sich da angefreundet hat mit ihm. Nur wenige Wochen nach dem Mord an Dennis Rostl im Jahr 1995 betreut Martin N. selbst eine Freizeit mit Kindern.
Hier entstehen diese Aufnahmen. Sie zeigen N bei einer Erste-Hilfe-Übung. Er ist damals 24 und studiert in Bremen. Er will Lehrer werden. Ein Jahr später bricht er das Studium ab und findet Arbeit in einem Kinderheim. N ist bei den Kindern und den Kollegen beliebt. Niemand erahnt, dass er ein Doppelleben führt, dass er in pädophile Netzwerke eintaucht und nicht nur das. Spurensuche. Wie wuchs er selber auf? Gab es Hinweise auf das, was später geschah? Der frühere Lebensgefährte seiner Mutter hat Martin N. über Jahre gekannt. Was war der Martin für ein Junge? Sie haben ihn ja ganz gut gekannt. Ja, der war damals zwar noch Kleinkind, als ich seine Mutter kennenlernte. Und er hing sehr an seiner Mutter. Also man würde sagen, ein Mama-Kind, ne? Dass er sich immer hinter seiner Mutter praktisch versteckte. Und ich hatte anfangs auch so ein bisschen Probleme mit ihm. Das hing damit zusammen, vermute ich mal, weil er wohl Angst hatte, dass ich ihn seine Mutter wegnehmen würde. Im Gegensatz zu seinen Brüdern habe Martin nur wenig Freunde gehabt. Ein regelrechter Stubenhocker sei er gewesen, immer am Rockzipfel der Mutter. Aber ein Serientäter? Unvorstellbar. Ist Ihnen denn irgendwas, will man sagen, Merkwürdiges bei ihm aufgefallen im Laufe der Jahre? Ja, dass er da als Kind so circa 12 Jahre, schätze ich mal, genau weiß ich das Alter nicht mehr, einen anderen Jungen angefasst hatte da. Und wo ich mir dann Gedanken gemacht hatte und vermutet habe, dass er wohl schwul sein würde oder schwul werden würde. Denn die Jungs in dem Alter, die interessieren sich ja für Mädchen und da sind sie alle neugierig. Aber dass man nun andere Jungs, das war nun doch recht ungewöhnlich, für mich jedenfalls. Das war alles. Doch dass aus Martin N. einmal ein pädophiler Serientäter werden könnte, der im Laufe der Jahre mehr als 40 Jungen missbrauchte und 3 von ihnen ermordete, das konnte sich niemand vorstellen, nicht einmal die vom Fach. Im Jahr 2000 zog Martin N. von Bremen nach Hamburg-Harburg, wo er im ersten Stock eines Mehrfamilienhauses eine Wohnung mietete. Nachdem er sein Studium aufgegeben hatte, fand er eine Stelle bei der evangelischen Jugendhilfe, wo er eine Jugendwohngruppe betreute. Niemand fiel etwas auf. Das Schullandheim Wulsbüttel. Im September 2001 dringt der schwarze Mann in das Gebäude ein. Er kennt sich aus, denn auch hier hat er den Ort vorher ausgekundschaftet und nach einem Opfer gesucht. Der 9-jährige Dennis Klein war schon seit 3 Wochen in Wulsbüttel. Zeit genug für den Täter, sich mit den Örtlichkeiten vertraut zu machen. In der Nacht zum 5. September 2001 hat Dennis Klein in diesem Zimmer gewohnt mit seiner Jugendgruppe, mit der er hier in diesem Schullandheim gewesen ist. Er hat hier in diesem ersten Bett im Zimmer rechtzeitig oben geschlafen. Das sind auch noch die Stahlrohrbetten von damals. Und er ist eben aus diesem Zimmer heraus und aus diesem Schullandheim dann verschwunden und wurde 14 Tage später getötet aufgefunden. Wieder geht der Täter ein hohes Risiko ein. Denn Dennis' Zimmer liegt direkt neben dem der Erzieherin, die kurz vor dem Schlafengehen noch ein Foto von Dennis macht. Es ist das Letzte. Wochen später finden Pilzsammler seine Leiche, 40 Kilometer von Wulsbüttel entfernt. Martin N., so haben die Beamten inzwischen festgestellt, war schon Jahre vor dem Mord mindestens 2-mal in Wulsbüttel. 1995 und 1999 wurden hier nachts 2 Jungen missbraucht. Hier im Keller, der sogenannten Schuhschleuse, hatte Martin N. einen der Jungen dazu genötigt, sich auszuziehen und ihn nackt fotografiert. Von diesen Fällen erfuhr die Heimleitung jahrelang nichts. Vor dem Mord an Dennis Klein gab es deshalb auch keine besonderen Sicherheitsmaßnahmen. Im Sommer 2000 habe ich hier den Vorstand übernommen und auch der Altvorstand wusste nichts davon. Wir sind im Jahr 2001 überhaupt erst dann informiert worden oder dann ist es allen erst überhaupt klar geworden, dass da ein Serientäter rumläuft. Denn erst 2001,
Nach dem Mord an Dennis Klein wird die Sonderkommission Dennis gegründet. Die SOKO beginnt endlich, die Verbindung zwischen den drei Morden und den vielen gemeldeten Missbrauchsfällen herzustellen. Die SOKO findet heraus, dass die Eltern eines der missbrauchten Jungen in Bremen Anzeige erstattet hatten. Das wusste bis dahin im Heim niemand. Ist dann die Polizei in Bremen oder die Staatsanwaltschaft, sind die dann hierher gekommen und haben hier ermittelt und auch der Heimleitung gesagt, was hier passiert ist? Also die Staatsanwaltschaft und die Polizei in Bremen haben seinerzeit in Bremen allein ermittelt. Die Tat ist uns eigentlich erst bekannt geworden, nachdem die Sonderkommission Dennis ins Leben gerufen wurde und wir dann eigentlich erst ab 2002 von dieser Tat erfahren haben, obwohl sie 1999 bereits geschehen war. Die Beamten der Sonderkommission waren elektrisiert. Endlich hatten sie eine Spur. Denn wenn der Täter sein Opfer fotografiert hatte, konnte es sein, dass er die Bilder noch besaß. Im Grunde genommen sind wir davon ausgegangen, dass diese Tat 99 so eine Art Vortat war für das, was letztendlich dann 2001 hier passiert ist. Insofern gab es natürlich da eine Verbindung. Und das war eben halt unsere Hoffnung, dass wir irgendwann mal diese Fotos finden würden. Und dann möglicherweise denjenigen, bei dem man die Fotos findet, als mutmaßlichen Täter oder als in Frage kommenden Täter identifizieren kann. Ja, zumindest wären wir ihm dann dadurch natürlich schon mal ein großes Stück näher gekommen. Es waren die Polizei und die Staatsanwaltschaft in Bremen, bei denen der Missbrauchsfall angezeigt worden war. Doch das Land Schulham-Wulsbüttel lag in Niedersachsen und die Bremer gaben ihr Wissen nicht ins benachbarte Bundesland weiter. Nicht einmal die Heimleitung wurde informiert. Warum nicht? Frage an die Staatsanwaltschaft Bremen. Zu einem Interview vor der Kamera ist man nicht bereit. Auf die schriftliche Nachfrage erfolgt dann eine Antwort der Staatsanwaltschaft. Zitat: Das Verfahren ist hier nicht bekannt. Es besteht weder bei der Staatsanwaltschaft Bremen noch bei der Zweigstelle Bremerhaven eine Zuständigkeit für Wulsbüttel, sodass hierzu keine Angaben gemacht werden können. Nicht zuständig. Ab 2001 rollt die SOKO Dennis systematisch alte Mord- und Missbrauchsfälle an Jungen auf. Unterstützung bekommt sie von Fallanalytikern aus München. Die versuchen, Tatmuster zu finden und den Täter zu beschreiben. Über die Jahre ermitteln sie so ein Bild des Täters. Alleinlebend, sozial integriert, mit hoher Risikobereitschaft und mindestens durchschnittlich intelligent. Das reichte aber nicht, um ihn zu identifizieren. Der Täter konnte so lange unentdeckt bleiben, weil er natürlich sich sehr clever dahingehend verhalten hat, welche Tatobjekte er ausgewählt hat und wie er seine Opfer ausgewählt hat. Das heißt, er hat es einfach nicht dem Zufall überlassen, dass ihm zufällig auf einer Routineaktivität oder in irgendeinem anderen alltäglichen Zusammenhang ein Opfer über den Weg gelaufen ist, sondern er hat sich bewusst in die Nähe der Opfer begeben, hat diese Örtlichkeiten aufgesucht und konnte dementsprechend mit aller Vorsicht und Planung und Ruhe sich Opfer aussuchen und dann dementsprechend die passenden Objekte aussuchen. Das heißt, die Verbindung zwischen den einzelnen Objekten und dem Täter herzustellen, war natürlich sehr, sehr schwierig. Sicher war nur eines, man hatte es mit einem von etwa 300.000 Pädophilen in Deutschland zu tun. Also es sind die Analysen und auch die Täterprofile bis an die 100% zutreffen. Die Frage ist, wie detailliert kann ich ihn umschreiben, um ihn wirklich von der grauen Masse hervorzuheben. Und hier war es eigentlich genauso, dass über Jahre hinweg zwar das Profil stimmte und sich dann nachher auch so treffende Wiesen hat, aber es war trotzdem zu unscharf. Dabei fällt Martin N. schon seit 1995 immer wieder als umtriebiger Pädophiler auf. Es gibt zwei Ermittlungsverfahren gegen ihn wegen Missbrauchs an Jungen. Diese Verfahren werden eingestellt und N. kann weiterhin in der Jugendbetreuung arbeiten, als sei nichts geschehen. 2006 wird wieder gegen ihn ermittelt. Der Vorwurf, er habe einen Bekannten erpresst, der Kinderpornos besitzt. Also durchsucht die Hamburger Kripo die Wohnung des mutmaßlichen Erpressers Martin N. und findet Fotos nackter Jungen auf seinem Computer. Tausende. Die Festplatte wird konfisziert, eine Kopie landet in der Asservatenkammer.
Es steht der Erpressungsvorwurf im Raum. In diesem Zusammenhang werden Ermittlungen geführt, die Wohnung wird durchsucht, der Computer wird beschlagnahmt, ausgewertet und im Anschluss daran stellt sich fest, hoppla, auf dem Computer befindet sich kinderpornografisches Material. In dem Zusammenhang war es uns wichtig, zunächst das schwerere Delikt, nämlich die versuchte Erpressung abzuarbeiten und uns im Anschluss an den Besitz des kinderpornografischen Materials heranzutasten. Dies haben wir getan, indem wir ein gesondertes Verfahren eingeleitet haben, das wir bedauerlicherweise einstellen mussten. Aus Rechtsgründen war es uns nicht möglich, Anklage zu erheben, denn die Taten waren verjährt. Anschließend haben wir allerdings dem Arbeitgeber Mitteilung über dies eingestellte Verfahren dann gemacht. Immerhin das. Martin N. verliert seinen Job als Jugendbetreuer und wechselt in die Betreuung Langzeitarbeitsloser. Zwar darf er nun nicht mehr mit Jugendlichen arbeiten, aber ansonsten kümmert sich keiner um den Mann, der schon mehrfach wegen Pädophilie aufgefallen war. Fahrt zur Sonderkommission nach Verden. Erst Anfang dieses Jahres, 2011, erfährt die Soko Dennis von der Festplatte, die 5 Jahre zuvor in Hamburg bei den Ermittlungen gegen Martin N. beschlagnahmt worden war. Und plötzlich entdeckten die Ermittler unter den Fotos auch die der Mordopfer. Die Information kommt um Jahre zu spät. Denn die Soko Dennis selbst hatte Martin N. schon 2007 im Visier. Damals führte sie eine Rasterfahndung durch und N. wird zur Befragung vorgeladen. Auf Vorhalte lügt er, doch man kann ihm nichts Konkretes nachweisen und muss ihn gehen lassen. Der heute Beschuldigte ist im Zuge der Ermittlungen der Sonderkommission Dennis bereits im Jahr 2007 als in Erscheinung getretener Sexualstraftäter, wie mehr als 1000 Personen im Übrigen, auch durch die Soko überprüft worden. Er befand sich seinerzeit im Zeugenstatus und ist auch als Zeuge zum Tatgeschehen der Sonderkommission von der Soko selbst vernommen worden. Es beginnt eine jahrelange Puzzlearbeit. Immer wieder rollt die Soko alte Fälle auf, verfolgt Spuren und Hinweise. Ende 2010 meldet sich ein Zeuge. Er glaubt, er habe Dennis Klein auf dem Rücksitz eines Pkw gesehen. Die Soko geht mit einem Phantombild des Täters Anfang 2011 an die Öffentlichkeit. Dann passiert, womit kaum noch zu rechnen war. Es meldet sich ein Opfer des schwarzen Mannes, ein Erwachsener, der sich nach Jahren erinnert, dass Martin N. ihn als Kind belästigt hat. Zum ersten Mal ein Name. Jetzt kommt alles ins Rollen. Bewegungsprofile, die alten Verfahren, die Festplatte mit den Fotos der Opfer. Die Strafverfolger sind sicher, sie haben ihn. Nur reichen dem Ermittlungsrichter die Beweise nicht aus. Die Staatsanwaltschaft Stade hat versucht, mit sämtlichen Indizien, die die Soko Dennis gesammelt hat und die man eben auch zusammengetragen hatte, einen Haftbefehl gegen den jetzt Angeklagten zu erwirken. Die Indizien, die wir dem Amtsgericht vorgetragen haben, haben allerdings nicht ausgereicht, um das Amtsgericht dazu zu veranlassen, einen Haftbefehl gegen den jetzt Angeklagten auszustellen. Immerhin, einen Durchsuchungsbefehl bekommen die Beamten. Im April dieses Jahres fahren sie zu Martin N.'s Wohnung nach Hamburg-Harburg und sie bitten ihn, sie zu begleiten auf einer Fahrt nach Verden. Wir haben den Beschuldigten bei Verlassen seiner Wohnung, bei Verlassen des Hauses angesprochen, haben ihn mit unserem Vorhalt konfrontiert, haben ihn gebeten, zu uns ins Auto zu steigen und sind dann mit ihm hier nach Verden gefahren, etwa 100 Kilometer entfernt, um mit ihm weitere Maßnahmen durchführen zu können. Und parallel dazu lief dann die Durchsuchung seiner Wohnung. Die Fahrt zur Verdener Kriminalpolizei führt vorbei am Fundort der Leiche von Stefan Jahr, dem ersten Mordopfer. Martin N. wirkt und übergibt sich. Einen Tag später gesteht er die 3 Morde und weitere Taten. Es ist nicht ausgeschlossen, dass N. noch weitere Morde begangen hat. Von der Ähnlichkeit des Tathergangs kommen ein Mord in Holland und einer in Frankreich in Betracht. So ist die Arbeit der Ermittler noch nicht beendet. Das ist etwas Außergewöhnliches, dass eine Ermittlungskommission über einen Zeitraum von 10 Jahren gearbeitet hat, sicherlich in unterschiedlicher Stärke. Aber dass man langen Atem hatte letztendlich, um einen Täter zu ermitteln und das Ganze zum Erfolg geführt hat. Ein später Erfolg. Nach fast 20 Jahren, mindestens 3 toten Jungen, mehr als 40 Missbrauchsfällen. Und noch immer scheinen nicht alle Taten aufgeklärt zu sein. Die Ermittlungen gehen weiter.